Am frühen Dienstagabend war in der Nähe des Zeltplatzlagers Strandläufer zwischen Rantum und Hörnum ein Heidebrand ausgebrochen. Dabei wurden rund 1000 Quadratmeter Heidefläche zerstört. Das Feuer wurde von einem aufmerksamen Gast bemerkt. So konnten die Feuerwehren schnell vor Ort sein. Der Brand konnte sich infolge der gerade herrschenden Trockenheit auf Sylt und des starken Windes am Dienstag rasend schnell über die Heidefläche ausbreiten. Die Wehrleute konnten das Feuer schnell eindämmen und ablöschen. Während des Löscheinsatzes musste die Rantumer Straße zeitweise gesperrt werden. Wodurch das Feuer ausgelöst wurde, ist noch unklar. In Frage kommen eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe, eine auf dem Boden liegende Glasscherbe oder auch Funkenflug.